der Sprinterin Marion Jones. 150 Kilogramm stecken da dahinter. Wenn er die Kugel rauswuchtet, technisch nicht gut. Und trotzdem etwa 20:40. Das sah bei Godina vorhin viel besser aus. Zweite Position von Buda ist damit noch nicht gefährdet. Hat hier fast einen kleinen Bruch in der Bewegung. Kein flüssiger Übergang, verliert fast an Geschwindigkeit dadurch.